glücklich machend, erhebend und spannend für den Kopf. Fast schon überwältigend. Das ist nämlich auch meine erste Premiere. Es ist grandios. Es ist absolut grandiose Aufführung. Es ist eine wunderschöne Regiearbeit. Die Sänger sind hervorragend ausgewählt. Es ist ein absolut emotionales Erlebnis. Wir sind ganz begeistert. Sehr beeindruckend. Und für das, was ich kenne, sehr gut inszeniert. Ich finde es wirklich toll und ich erwarte von Herrheim noch viel mehr natürlich. Fast schon jugendgerecht, würde ich sagen. Es ist sehr ergreifend, vom Orchester großartig. Es ist, wie soll ich sagen, es ist eine packende Inszenierung. Gratulation, es ist für mich das erste Mal, dass ich die Walküre sehe, dass ich sage, ja, jetzt bin ich mit. Das kriegen Sie auch in Bayreuth nicht besser. Und ja, die Sänger sind Weltklasse, alles. Ja. Ich mag die Inszenierung sehr gern, es ist spannend, unterhaltsam und die Frauenstimmen stechen schon sehr heraus. Eben 8 Monate nichts und jetzt, das ist... Ja. Kathartisch. Eigentlich fühlt es sich relativ normal an. Man hat sich ja schon an die Masken gewöhnt. Der Abstand ist groß, das Schachbrettmuster ist sehr angenehm. Also wir fühlen uns sicher. Es ist ganz wunderbar, weil man fühlt sich wie ein trockener Schwamm, der jetzt endlich wieder Musik aufsaugt und endlich das Stimmen und großes Orchester im Raum zu hören, ist schon bewegend. Es ist furchtbar wichtig, zu zeigen, dass die Oper lebt und sie lebt. Es hat sich wirklich gelohnt. Es lohnt sich immer, nach Berlin zu kommen, aber jetzt mehr noch.